Ich steig nicht in ein Flugzeug! Als Maulidiot, ich steig in kein Flugzeug. Schon fool, I ain't getting an airplane. Ja, ihr habt's erkannt. Nochmal wir beide, wartet mal ganz kurz. Hannibal und Mr. T. Auch bekannt als B.A. Und nicht die Abkürzung für Bachelor of Arts. Nein, er ist Bosco Albert Barakis oder auch bekannt als Bad Attitude. Oh. Barakis. Barak. B.A. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Dann ja, hat mal. Was. Was machen wir heute? Ich baller dich mal mit ein paar Federn zu, die kannst du da gerne mal. Ja, wir müssen unsere Rüstung wieder anziehen. So. Genau, also nur mal ganz kurz, was ich jetzt gerade, wo du ja alles eingerichtet hast, hier schon mal gemacht habe, es kam ja dieser Kommentar, dass wir das ja mit den Stufen lieber machen sollten, was ich ehrlich gesagt auch ganz gut fand, weil ja man ganz schnell ja die Ernte da zertreten kann und deshalb habe ich da schon mal leicht angefangen. Und das heißt, ich mache das auch alleine fertig. Das heißt, die Zuschauer müssen das jetzt hier nicht wieder, würde ich mal sagen. Also musst du jetzt da, weil das ist ja auch langweilig, wenn wir jetzt immer diese scheiß Farben hier machen. Ansonsten würde ich das einfach hier ja wachsen lassen und dann mal gucken, oder? Was ja, sagst also du dazu? Also Öko-Jochens Mega Farm ist ja jetzt im Prinzip vorbei. Was wir jetzt nochmal dazu sagen müssen ist, wir haben im letzten Part, ja, da haben wir ja Kartoffeln gefunden, die müssen wir auch noch irgendwie unterbringen. Genau, die habe ich, glaube ich, in die Truhe gelegt, vorhin noch ganz kurz, als ich ja das erste Mal auf den Server gekommen bin, heute. Ja, die müssen wir ja auch noch anpflanzen. Ich glaube, wir können auch, wenn ich hier durch bin, können wir auch einmal ernten, weil das, guck mal, das wächst hier ganz gut. Dann können wir das einmal vernünftig testen. Jo. Also, was heißt testen? Wir haben es ja schon oft genug getestet, aber... Und wer ist besser im Testen, im Hebelziehen als... Was ist das? Colonel? Colonel ist sein Dienstgrad, ne? Colonel. Hannibal ja. Smith? Ja. John Smith? Hannibal? John. Ja. Ja. Ja, so ist das. Aber ansonsten, was haben wir heute noch vor? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich ziehe jetzt einfach mal einen Hebel. Bist du bereit? Ich. Nee, bist du oben oder unten vielmehr? Warte mal. Ich muss den Hebel ziehen. Damit warte. Los, BA! Yeah. Auf ins Flugzeug. Oder muss ich dich wieder ausloggen? Ganz ehrlich, komm. Ohne Scheiß vom A-Team. Ganz viele Leute kennen ja die ganzen Figuren, die sagen: Ja, Hannibal ist der Coolste, BA ist der Coolste. Ich finde Murdoch am geilsten. Ja, doch. Ich finde Murdoch am besten. Weil ich finde, Murdoch ist so ein bisschen auch von der kreativen Phase der Autoren her gewegt. Also, dass sie dann jedes Mal so ein ja ganz neues Charakterschema für den aufbauen mussten. Ja, das... Sowas von wegen, ja, erstmal hat er einen unsichtbaren Hund, dann hält er sich für das Nachmittagsprogramm von RTL und irgendwie sowas. Ja, das war alles da. Ich habe mir das jetzt alles komplett nochmal durchgeguckt. Er hat immer wieder eine neue Masche, die ist immer wieder neu etabliert und die passt auch in die Folge rein. So, und jetzt deswegen zieh den Hebel hier. Ja, okay. Das war mir schon wieder zu detailliert hier. Der den Hebel nicht zieht, schläft tief und fest. Ja, oder was? Ja, und jetzt geh gucken. Müsste jetzt eigentlich nicht das Wasser kommen? Ja, es kommt. Das kommt ja nur langsam. Kannst den Hebel ja schon wieder hochdrücken. Alter, das... Basht hier alles weg. Alter, das Wascher. Ah, es funktioniert alles, super. Hast du den Hebel wieder... Ja, hab. Boah, hast du genug... So, BA, dann geh mal sammeln. Boah, das ist fies. Ja. War? Oh, da, okay, wir müssen es doch noch ein bisschen länger laufen lassen. Ich zieh den Hebel nochmal. Siehst du, da ist das Problem, weil die werden ja nur so... Die werden so nicht gespült, die werden einfach nur hingetragen. Abgetragen. Nee. Ja, und die werden aber mit dem Wasser halt gespült. Warte einfach mal, das kommt ja alles. Das Wasser muss halt nur so lange anbleiben, bis der ganze Scheiß hier runtergespült wurde. Guck mal, das kommt ja. Ich hab dann nur nicht... Das kannst du nicht machen. Warum bist du denn so ungeduldig? Das kommt doch an. Es kommt doch alles an. Das haben übrigens auch sehr, sehr viele Leute gefragt, warum wir nicht unterhalb dieser Arena das nochmal unterkellert haben, damit das automatisch in irgendeine Kiste gespült wird. Also das war uns dann doch ein bisschen zu viel. Ja, das stimmt. Also, das soll schon... Also, ich bin auch so ein Mensch, der gerne seine Steaks an die Kühe verfüttert. Ich mach das gerne noch ein bisschen... Ja, nee, also das komplett automatisieren. Es gibt ja auch die Möglichkeit, dass du Hühner gleich quetschst
Oder dass halt die Eier aus dem Dispenser geschossen werden. Dispenser war das, ne? Aus dem Dispenser geschossen werden. Dann werden die Hühner gepresst, dann fallen sie durch Feuer oder durch Lava und dann sind sie gleich gebraten und dann fallen sie in eine Truhe. Also, ja, okay, klar, die McDonald's-Technik können wir gerne mal machen, aber weiß ich, da muss ich auch nicht unbedingt haben. Weil dann bist du irgendwann fertig und ja, super, dann. Ja, du musst ja auch noch ein bisschen Spaß am Spielen haben. Ich muss dich gerade mal ganz kurz aufmachen. Du kannst den Hebel ziehen. Ist eigentlich alles da. Ich geh jetzt nochmal auf Steuerung. Ich meine, seit dem letzten Update ist meine Maus ein bisschen empfindlicher geworden. Die ist nicht mehr bei... Oh, warum ist jetzt eine Kuh hier drin? 90%, die ist jetzt bei... Ja, ich habe auch so ein bisschen die Türen hier offen gelassen. Ja, die Druckplatten sind auch weg, weil ich das ja hier gerade noch am Modellieren bin. Ja, Chefs, ich habe ein Steak dabei. Das heißt, wenn jetzt nochmal eine Kuh kommt, die weiß, was los ist. So, BA, dann mach mal hier Moment, aus. Ja, ich mach aus, aber ich habe keinen Platz mehr. Das ist Maul, das Idiot! Moment! Weil ich wollte das da eben noch fertig basteln, aber ich schaue gerade. Oh Gott, das ist viel zu viel, was da rauskommt. Ich kann die ganzen Karotten gar nicht aufnehmen. Ja, es ist schon sehr, 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 sehr effektiv. Ich kann das alles. Wahnsinn, also das ist ja... Okay, ich habe jetzt aber auch keinen Spachtel dabei. Ich habe einen Spachtel dabei. Ach so, nee, Spachtel nicht. Nee, habe ich auch nicht. Ja, so ein, wie heißt denn, so eine Hake. Der Harke. Die brauchen wir ja, Schäpe. Irgendwo habe ich noch einen, aber ich weiß nicht mehr wo. Ich glaube, die haben... Ja, ohne Scheiß, wir sind ja seit dem letzten Abenteuerurlaub noch nicht an der... Boah, jetzt habe ich wieder einen Schluck auf. Kiste gewesen. Ja, wenn man so viel Luft... Was ist Schluck auf? Hast du das... Weißt du, was das ist? Ja, das ist, wenn man zu viel Bier getrunken hat. Dann sagt der Körper irgendwann, oh Mann... Das soll ja angeblich, totaler Schwach, ich weiß nicht, gut, ich bin kein, Biologie, wie auch immer, auf jeden Fall soll das ja, das machen ja Fische. Die haben ja auch dieses Schluck auf, das ist ja irgendwie Ringen nach Luft und das soll uns im Prinzip noch, oder unsere Säugetier, obwohl Fisch ist ja kein Säugetier, okay. Ja, irgendwie hat das was mit den Fischen zu tun, ich kann jetzt nicht mehr ganz genau erklären, wo da der Zusammenhang nochmal war, aber... Da habe ich auch gedacht, da wollte ich mich jetzt verarschen hier oder was? Oder was? Also sowas wie, es gibt ja in der Biologie Atavismen und dieses andere, da weiß ich gar nicht mehr, wie das hieß. Atatürk. Nee. Das ist ein Rennfahrer, oder? Ich glaube, der ist nie Rennen gefahren, der Mann. Na. Oh Mann. Ja, alle Biologen unter euch, ihr wisst, was ich meine. Nicht der Atavismus, sondern das andere. Schreibt es mir doch in die Kommentare, wenn ihr wisst, worüber ich rede. Ich weiß es gerade nicht mehr. Wir nehmen gerade übrigens auf, nachdem die fünfte Runde Matty vs. Priest abgedreht wurde. Genau, Schiffe versenken. Also, ja. Also wenn ihr das gesehen habt, ihr könnt sowieso nicht mit mir rechnen. Also ich bin heute ein bisschen aus. Ja, schaut's euch an, also auf jeden Fall. Ich muss auch dazu sagen, also Vatertag, der Herzen, Vatertag. Ne, also ja, und wie es halt ausgeht, das sieht man halt in dem Video, aber es war auf jeden Fall lustig und spannend. Und ich freue mich schon auf die nächste Runde. Es wird ja Großes angekündigt. Und lassen wir uns überraschen, ne? Aber auf jeden Fall. Aber ich habe ein bisschen Lust, nach dieser sehr, sehr entspannten Runde, die mal richtig mal wieder was mit Lava und TNT auf das Fressen zu geben. Das wird auch wieder spannend. Also ich habe ja... Ah, wieder verklickt hier. Ich habe ja mir sehr oft wirklich unseren ersten Part der zweiten Staffel angeschaut. Den haben wir übrigens gerade hochgeladen. Jetzt, wo wir aufnehmen, haben wir erstmal den ersten Part von Matty vs. Priest hochgeladen. Also, genau. Noch eine ganz kurze Ansage an alle Leute, die das nur gucken. Nein, wir machen nicht so von wegen, gestern nehmen wir auf und laden es heute hoch. Nein. Das machen wir schon ein bisschen auf Vorrat. Richtig. Ja, wir sind ja nicht, ich weiß nicht, auch im allgemeinen Arbeiten nicht diejenigen, die alles auf den letzten Drücker abgeben. Richtig. Wir haben so ein bisschen Vorlauf. Einen freien Rücken, sagt man dazu. Ja. Das ist schon mal richtig. Ja, eben, das ist wohl wahr. Ich muss mich hier gerade, tut mir leid, wenn ich hier so spärliche Antworten gebe, ich muss hier gerade mal wieder ein bisschen gucken, dass ich hier keinen Scheiß baue. Hey Doggy, bau keinen Scheiß.
Mach keinen Scheiß, ist schön brav. Genau, so, jetzt. Jetzt müssen wir gucken, was mit den Fackeln ist, wo man die. Ich kann es ja nirgendwo hinkleben hier. Da hast du ja echt was Blödes ausgesucht. Du. Ich auf jeden Fall. Ich war das. Ich habe hier alles gemacht. Ey, hör auf, ey. Mich erstmal vorher ermahnen. Und jetzt kommt der Scheiß. Gebt einfach mal ein, alle Zuschauer von mir. Das haben wir ja schon mal gemacht. Das haben wir ja beim Kalle gemacht, ne? Ja, richtig. Dass ihr eingeben Kalle. Sollt. Es gab auch relativ viele Flames von wegen, ja, ihr wisst das gar nicht. Kalle, der macht das nur aus Spaß, ey. Oh Mann. Ja, ich weiß das. Ich weiß, dass der eigentlich Aerobik heißt und seine komischen Sachen, die der da als Tutorial macht, nicht ernst meint. Ja, ich verstehe das schon. Ja, ich bin schon groß. Ja, aber gut. Der Kalle, das ist halt ein Urgestein. Irgendwie. Ist er. Ich gehe mal zu den Schafen und mach mal, dass sie sich so ein bisschen sexy reproduzieren mit ihrem komischen Weizen. Da freuen sie sich wieder. Ja, schon super Idee. Oh. Wer ist dein Lieblings-Comedian der Deutschen? Deutscher Comedian, siehst du, ich bin total... Die Deutschen, ne? Die Deutschen, der Deutsch. So, bitte. Atze Schröder auf jeden Fall. Ja, aber ganz ehrlich, Atze Schröder ist für mich so... Jeder, der ihn zum ersten Mal sieht, denkt, oh meine Fresse, was ist das für ein Idiot? Ja. Und dann überlegt er, wenn er es zum zweiten Mal sieht, so von wegen, der macht ja Anspielungen auf Drittwissen, was so ein bisschen gehoben ist. Ja. Das ist dann wieder was anderes. Das stimmt. Und das habe ich bisher bei meinem Let's Play auch immer so versucht zu verfolgen. So ein bisschen die Assi-Schiene zu bringen, also solche Sprüche und Reaktionen, die so ein bisschen auf unterstem, unterem und halb unterem Niveau sind, aber dann auch mit Kniff. Für diejenigen, die dann sich daran erinnern, die sagen dann, oh Mann, heute bei Atze, da haben wir mal was gelernt. Ja, stimmt, das ist wohl wahr. Deswegen mag ich den so gerne. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, also ich finde, wer sagt, Atze Schröder ist nur Proll, der hat es nicht verstanden. Hast du die Fritz-Wepper-Geschichte jetzt mitgekriegt? Ja, dass er dagegen geklagt hat. Also, ich muss ja auch sagen... Also ganz ehrlich, Fritz-Wepper, aber das ist auch so eine Geschichte für sich, ne? Ja, allein den Namen zu nennen, das gebietet ja schon... Das gebietet schon Einschaltquoten, ist so. Fritz-Wepper, googelt den einfach mal und dann sagt eine objektive Meinung, schön oder nicht schön. Ich muss sagen, früher mit hier Derek, als es noch richtig aktuell war... Ja, da aber voll, gar nicht, bevor der abgeknallt wurde, ne? Ja, also in der Serie. Ja, sah der noch richtig gut aus, aber es hat alles ein Ende. Ja, ist so. Nur die Wurst hat zwei. Deswegen, guckt euch doch heutzutage mal Bilder von Bud Spencer an oder sowas. Die sieht mittlerweile aus wie Mr. Burns. Allerdings. Hast du das mal angeguckt? Der hat wirklich so 3 Punkte auf der Glatze. Ernst, echt? Hat der? Ja, ich hab jetzt, weil er sieht sehr, berechtigterweise sieht er alt aus. Ich meine, er hat ja auch relativ viel gerissen. Und er hat immer Sport gemacht, das ist ja die Sache, das weiß kaum einer. Er war ja Schwimmen. Mister, ich steige in kein Flugzeug. Wirfst du da gerade mit Eiern? Auf jeden Fall, aber es poppen hier keine Hühnchen raus. Hühnchen. Nochmal an meine Zuschauer, ihr seht gerade, dass bei meinem Texture-Pack die Fenster nicht richtig dargestellt werden. Also die 1.5.2er ist nur momentan noch in der Beta, zumindest was die Texture-Packs angeht. Da, wo wir gerade aufnehmen, ist noch nicht drin, ist alles noch in der Development-Edition. Wird irgendwann, aber ich weiß nicht wann, irgendwann wird das schon. Ja, uns rennt die Zeit ja nicht weg. Obwohl, ne?